So, liebe Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Eduschtrin-Runde Außenlast mit mir, Lunetschki. Jawohl, im letzten Part haben wir ja den Horror auf Erden erlebt mit Mr. Kannibal und seiner lustigen Flex. Und wir machen einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir laden den letzten Spielstand um 13:48. Ja, machen wir einfach mal. Ich betätige meinen Timer. Hoffe, dass ich jetzt die Szene nicht nochmal nachspielen muss. Da hätte ich ja weniger Bock drauf. Ansonsten, ja, wünsche ich mir selbst viel Spaß dabei. Aber ich denke mal, dass das nicht so ist. Ich denke mal, wir setzen schon da an, wo wir aufgehört haben auch. Hoffentlich. Mal schauen. Ja, die Ladekringer am Anfang. Jawohl, wir sind hier. Das ist doch wunderbar. Erstmal die Kamera. Genau. Und schauen, dass wir hier wieder unten sind. Da ist der Kriechemann. Okay. Huh, könnte spannend werden. Wird's auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gucken wir erstmal hier rein. Was hier so auf uns wartet. Ich hoffe, nichts allzu Grausames. Gut, hier ist nichts. Keine Batterie, nichts von Belang, nichts, was nützlich sein könnte. Also, raus. Da ist Licht. Aber ich gehe erstmal hier lang. Denn ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie noch eine Batterie versteckt sein könnte. Muss ja irgendwo mal. Oh, du bist ja mit Batterien ganz schön geizig geworden, du. Ich glaube, im Hauptspiel gab's ja, da musst du ja totgeschlagen worden damit. Da haben dich die Gegner mit den Scheißteilen beworfen, weißt du? Und jetzt? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Egal. Mutti? Ist da gerade jemand gegen die Tür gerannt? Hat ihn wohl direkt ausgelockt. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass da Schwendrik der Dritte auf uns wartet. Ach, schau mal, Kiki, kann ich die Backofentüren aufmachen. Wah, wah! Junge! Übertreib's mal nicht so. Muss ich da irgendwas rauflegen vielleicht? Na. Scheiß drauf. Funktioniert irgendwie nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht muss ich... Ah, guck mal. Er sieht auf jeden Fall aus, als wenn er gleich weg muss. Schieben wir dich mal rein. Josef! Was auch immer... Aha, das geht rein, aber verbrannt. Dann war das für das da zuständig. Alles klar. Oder auch nicht. Vielleicht machen wir mal den hier auf. Da ist ja nirgendwo was Nützliches bei. Das ist ja doof. Ah! Oh, fuck. Nein, 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 nein. Was muss ich denn tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Okay, raus, 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 raus. Da geht's raus. Zerbrech! Mach kaputt, was dich kaputt macht! Mauern! Oh. Alter Schwede. Fuck. Ja. Okay. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Mal rechts außen lang. Ich geh nochmal da gucken. Ob hier vielleicht irgendwas ist. Ah, guck mal, da kann man hoch. Hahaha. Ja, moin. Wo kommst du denn her? Tosche. Tosche. War da gerade was? Mir deucht, ich hätte was gesehen. Aber dem war wohl nicht so. Huh, Tosja. Alter Schwede, also. Das Spiel überrascht immer wieder. Fumbi. So. Hier ist nichts. Da ist Exit. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich gehe mal zuerst da hinten lang. Ach, guck mal, hier geht's rein. Old Sweden. Okay, hier ist aber gar nichts, oder? Nee, nicht mal eine Batterie. Aber Schränke zum Verstecken, oder? Ja. Okay. 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 Boah, ich hab ein bisschen Schiss, dass der kleine, liebe Herr Henry hier gleich wiederkommt.
Okay. Ich mach mal die Tür ran. Sicher ist sicher. Das ist alles nutzlos. Das gibt doch keinen Sinn. Ey, die Soundeffekte teilweise zwischendurch. Entweder halluziniere ich oder. Irgendwas geht hier ab. Okay. Dementsprechend werde ich wohl doch da lang müssen. Ich will nicht. Der Mann ist verrückt. Der tut uns nur weh. Was? Ein kleiner. Kleiner Altar. Da liegt Zeug auf dem Boden. Oh, ich bin gerade ehrlich gesagt. Ich weiß nicht wohin mit meiner Spannung. Ich halte es nicht aus. Es zerreißt mich total, Leute. Okay, erstmal durchatmen. Auszug aus einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse, Doktor angestellt im Mount Massive Hospital 1958 bis 1965. Pfarrer Clark. Es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen, also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemand Bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnlich beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie, vor allem wenn man die tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unserer armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihre Glauben und ihre harte Arbeit. Auf ihren Glauben. Diktiert, aber nicht gelesen, Dr. Newhouse. Nicht gelesen, ja. Hauptsache vorgesagt. Okay. Ich vermute mal, dass hier Exit. Das klingt doch nach was. Natürlich nicht. Hä? Willst du mir hoffen oder was? Da vielleicht. Geht nicht. Weil Dings. Also doch da hoch. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Aua, ist ja heiß. Das ist ja Feuer. Nein, Lune, Feuer ist niemals warm. Auf die Idee wäre ich selbst nicht gekommen. Ach da, guck mal. Das war vorhin aber... Doch, Moment, das war vorhin auch schon auf. Hä? Ich gehe jetzt hier lang. Ich blick nicht so ganz hundertprozentig durch. Aber irgendwo muss es ja einen Ausweg geben. Hä? Verstehe ich gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht. Geht's hier nicht weiter? Moment. Das muss doch irgendwo. Das kann doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen oder was? Spiel? Spiel keine Scherze mit mir! Was quietscht denn da immer so eklig? Ist das das Ding von der Decke? Was sind denn das für Soundeffekte, Mann? Ein bisschen Schiss ist gut! Lass mich raus hier! Ich springe da jetzt gegen. Puff, so. Hast du nur davon. Ich reime mal wieder grundsätzlich prinzipiell überhaupt nichts. Doch vielleicht hier rein? Da oben, oder? Nee. Hä? Bin ich dumm? Bin ich voll restlos entverblödet oder was? Ich frappier es nicht! Wo muss ich hin? Wo ist der Weg? Wo will er rang? Was muss er tun? Leute, Leute, ich blicke nicht so ganz durch. Die Batterie ist jetzt gerade ziemlich im Arsch. Ich
irgendeinen Schalter hier zu drücken? Irgendein bestimmter Generator, den ich aktivieren muss? Hä? Ich muss irgendwas übersehen haben! Ja, ey, natürlich muss ich was übersehen haben! Dumme Feststellung von mir! Aber was? Ich lass offen. Sicher, sicher. Falls Mont Blödi gleich wiederkommt. Hä? Warum geht's hier nicht weiter? Liegt hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel? Das könnte natürlich sein, auf einem der Sitze. Dass hier vielleicht irgendwie... Nee. Auf dem Tisch, auf dem Altar, in irgendeinem der Ecken... Was ist mein... Ich habe hier keine Plan, Alter. Jetzt verstehe ich es wirklich nicht mehr. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sehr durcheinander, Leute. Muss ich da oben vielleicht irgendwas deaktivieren? Irgendeinen Gas-Scheiß ausmachen oder so? In irgendeinem der... Ich bin echt vollkommen rückverdummt. Tut mir leid, Leute. Dabei war es doch so simpel und einfach. Ja, ach da. Ach, scheiße, ey. Voll viel Zeit verplempert für gar nichts. Hä? Ach so. Genau. Hier rüber, hier lang. Und dann darüber bis zum Karton. Da lauert bestimmt irgendwas. Was ist das? Was ist das? Das sind schon wieder geisterhafte Erscheinungen. Moin. Oh, ich krieg schon wieder so einen paranoiden, fötalen Albtraum. Hier hat sich mal jemand bequem gemacht. Man kann sich auch hier verstecken, natürlich. Und schwuppdiwupp. Nee, Moment. Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, junger Jonathan. Muss ich vielleicht darüber weiter? Nee, davon, da kam ich doch. Hä? Ach! Na, schau mal, Kiek. War ja gar nicht so schwer, Mensch. Ich hab ein bisschen Schiss, da runter zu hüpfen, aber wir müssen ja. Oh Gott, ich sehe schon wieder kommen. Bösewichter, gleich kommen sie. Oh oh. Senior Geisteskrank ist wieder da. Was? Ich renne einfach um ihn rum. Lass mich in Ruhe. Du ekelhafter Schmierfink. Nein, 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 nein. Fuck you. Fuck you. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Durch, 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 durch. Habe ich ihn verscheucht? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Fuckeldi, fuck, fuck. Fuck. Oh. Ich mag ihn nicht. Können wir nicht mal ohne ihn spielen? Der ist immer so ein bisschen böse. Das ist wieder ein Doktor bei dem einen... Mann, das ist nicht schön. Kurze Pause. So, erstmal aufs Klo gehen, ausscheißen. Okay. Joa. Macht ihr mal. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei eurem Liebesspiel. Oh, Lisa oder wer auch immer das ihr findet, seid ihr bewusst, dass Mirkov Monster erschafft. Achso, dass Mirkov Monster erschafft. Ich habe die Patientin nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben.
Der Antrieb, so viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder, sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Rosetz sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen, die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Rauls endloses Gerede, ich hätte zuhören sollen. Ja, ihr habt da hinten euer Liebesspiel. Alter Schwede. Hier ist schon wieder Gangnam-Style ausgebrochen. Oh Mann, Leute. Oh, fuck you, Alter. Wie er mich erschreckt. Jojo, ich mach mal hier. Mein Gott, mach mal das Gas aus. Du. Okay. Wo auch immer. Hier nicht. Ach, doch, da lag was. Haha, Sachen zum Vorlesen. Auszug von 1950 und Kommentar auf den IG-Bericht Operation des TSD. Tennissport Deutschland? Nein. Beeinflussung, siebtens Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt, jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht-chemische Methoden für den Einsatz bei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung J. Lawler, 15. April 1958. Der vorhergehende M-Kultra-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden, um die Finanzierung und Genehmigung zu Weiterführung der Forschung von Dr. Rudolf Wernicke und Project Warrider fortzusetzen. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf. Metallische Tumore, Hinweise auf subdermale Verbrennungen, was auf hohe Dosen von Psychochemikalien hinweist. Siehe Hinweis, Blabbelhabbel, Berlin 1938. So, jetzt gehen wir nochmal hier. Uns ein bisschen umschauen. Das war jetzt billig. Einfach nur ein Jumpscare. Lololololol, so's. Ja, dann mach mal. Hauptsache des Jumpscares wegen, wa? Ich mach erstmal die Tür auf. Nurses Station. Was ist denn das hier? Was? Warum blinkt denn das da so? Na gut. Ich dachte, ich müsste da irgendwas drücken, aber wohl doch nicht. Okay, hier ist nichts. Krankenschwestern. Ich bräuchte mal wieder ein paar Batterien. Ich wäre sehr dankbar dafür. Haha, geht nicht auf. Schade. Das hätte ich ihm wieder entgegengestanden. Das wäre witzig. Wenn ich ja schon wieder umgefallen ins Bett sehe, weiß ich, dass ich rennen muss. Ich schaue mich erstmal in den dunklen Kammern um, weil hier könnten Batterien rumliegen. Was ist das denn? Ein Knopf. Ach, kann man unterm Bett verstecken. Schön. Genau das, was ich jetzt brauche. Ganz viele Verstecke. Dann weiß ich ja wenigstens, wie das gleich wieder auf mich zukommt. Mr. Kannibal. Auf den ich so viel Lust habe. Oh. Geht doch allesamt kacken, ey. Ich brauche Batterien, ihr Wichser. Hallo. Sorry für die Beleidigung. Unschöne Worte sind unschön, aber trotzdem. Ich habe doch gleich keine Lust mehr drauf. Aha. Das werde ich wahrscheinlich gleich nutzen. Fuck. Ho. Ich habe keine Lust mehr, Alter. Ich mache hier einen Cut, Leute. Wir sehen uns hier an derselben Stelle beim nächsten Mal. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski.